So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer Runde Schach, Schnellschach, Schach verstehen mit 15 plus 10. Schauen wir mal, ne, was wir heute hinkriegen, wie es läuft und vor allen Dingen auch, wie es ein bisschen technisch läuft. Ich hatte ja in den letzten Streams doch gelegentlich etwas Schwierigkeiten mit der Übertragung. Oder sagen wir so, die Übertragung war von hier, kam eigentlich gut raus, aber kam nicht so gut bei einigen von euch an. Und da habe ich mich auch versucht, ein bisschen im Twitch einmal eins kundig zu machen und ein paar Einstellungen vorgenommen. Und wollen wir mal gucken, ob das, was die Übertragung angeht, zu einer Verbesserung führt oder nicht. Aber boah, im Moment sieht es ja noch ganz gut aus, wenn ich mir den Kontrollschirm so ansehe. Aber es geht ja nicht um Übertragungstechniken, um Bitraten, um Auflösung oder was auch immer, sondern es geht um, ne, eigentlich relativ simpel, ne? Zweidimensional, Schach, ne? Schach ist ja nur zweidimensional, dreidimensional spielt man zwar over the board, aber eigentlich, wie man hier sieht, ne, hinter mir, neben mir, das Ganze geht wunderbar zweidimensional. Und da steigen wir jetzt ein. Und deswegen klicke ich auch mal gleich hier auf den Spielen-Button und suche mal einen passenden. Huch, das ging aber schnell. Nee, doch nicht. Ich dachte schon gedacht, da wäre der Gegner schon da. Einen passenden Gegner. Ja, das ist aber trotzdem schnell. Wow, Hilfe! Hilfe! Bahama Papa ist unser Gegner und das Hilfe bezieht sich darauf, dass wir es hier mit einem Fidemeister zu tun haben. Und deswegen gehe ich mal direkt vor lauter Aufregung husch ganz schnell rüber in den Fokusmodus. Wusch, ich schwebe. Und dann erkläre ich mal denjenigen, die nicht wissen, was wir hier eigentlich gerade haben, was wir hier gerade haben. Und da spiele ich noch die 7d6 und jetzt gucke ich mal schnell. Bahama Papa ist natürlich ein super Name und er kommt mit Sicherheit aus den Bahamas, woher auch immer, natürlich, ist ja völlig klar. Und hat ein Rating von 1936. Das heißt, da müssen wir mal ganz schnell das Overlay anpassen. So, da haben wir es schon. Und was haben wir eigentlich? Wir haben doch keine 2080, 100, nee, 2178 haben wir. Muss ich also mein eigenes Rating auch anpassen? Im berühmten Overlay, weil das im Fokusmodus sonst nicht angezeigt wird. So ist es halt. Genau, so, da sind wir. Und was hat er gespielt? E4 hat er gespielt. So, Overlay stimmt, Partie stimmt. Das kann man zum Glück bei 15 plus 10 ja machen. Ne? Da hat der Streamer ja noch die Zeit, die eine oder andere Einstellung hier zu verändern, damit das vernünftig dargestellt ist und rüberkommt. Und hier können wir auch noch mal was machen. Mal schnell testen. Ja, Chat funktioniert auch. Sollte jedenfalls funktionieren. Genau. Denn, weswegen war ich da so etwas gerade aufgeregt? Ja, das ist dieses FM, was Bahama Papa da unter seinem Bildchen stehen hat. Der gute Mann oder Frau, aber ich nehme an, bei Bahama Papa wird es sich schon um einen Schachspieler handeln, ist Fidemeister. Ne? Dieses FM ist das Zeichen dafür, dass er offizieller Fidemeister ist. Das ist also einer der, ja, der dritthöchste Titel bei den, man sagt immer Herrentitel, aber es sind ja die geschlechtsunabhängigen Titel. Großmeister, internationaler Meister, darunter Fidemeister. Ne? Also etwas, was ein Hobby- und Amateurspieler wie ich nie, 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 nie erreichen wird, das ist der Junge. Ne? Er hat allerdings, wie ich gerade sehe, eine eher wackelige Internetverbindung. Ne? Schlechte Verbindung, großer Lag. Naja, okay. Gut. Wir haben gegen ihn das Darknet System gegen D4 gespielt, ne, mit sofort Springer C6. Er hat mit Springer F3 und E4 jetzt im Grunde genommen übergeleitet. Ich hätte schon fast gesagt, erstaunlicherweise. So, jetzt ist die Frage, kann ich jetzt nicht sofort E5 spielen? Wenn er dann sowas macht, man schlägt hier, er schlägt da, man schlägt hier. Er schlägt da. Naja, also die Bauern kriegt man ja auf jeden Fall wieder zurück, ne? Ich glaube, das kann man machen. Ne? Das kann man machen. Ja, Fidemeister, ne? Also gegen Titelträger zu spielen, das passiert einem ja äußerst selten. Ja, aber jetzt kann er, glaube ich, danach auch nicht opfern, oder? Und das sind immer ganz besondere, ne? Ganz besondere Partien.
Für Online-Spieler, ne, wie ihr und ich. Da wollen wir gucken, was uns hier, ob uns hier was gelingt, ne? Wenn ja, was? Springer zurückziehen, ja. Klar, man kann jetzt hier zwischen nehmen natürlich auch, ne? Auf F3. Da muss er ja erstmal hier zurück, also sollte man annehmen, dass er erst hier zurückschlägt. Und dann kann man sich mit dem Springer nach D4 reinsetzen. Das ist natürlich auch eine Idee, um anschließend nochmal zu tauschen hier, ne, auf F3. Die Frage ist, kann er dem entgehen? Also wenn man jetzt hier Läufer schlägt, F3 schlägt, Läufer schlägt F3, Springer D4. So, wenn man danach den Springer mit dem Springer auf F3 schlagen kann, ist ja alles gut. Die Frage ist aber, ob das geht. Die Frage ist, ob er dann nicht sich dem entziehen kann. Das ginge ja nur nach hier. Weil man ja gucken muss, dass man mit seinem Springer wieder heil zurückkommt, ne? So, das ginge ja nur nach. G4, dann würde man H5 spielen. Dann ginge der Läufer nach H3. Oder noch nicht einmal. Schlägt, schlägt, Springer D4, Läufer G4. Ja doch, H5. Läufer H3, Dame H4. Der Springer steht auf D2 halt ein bisschen sehr. Ich probiere es mal. Der steht auf, halt auf D4, wollte ich jetzt sagen. Der schwarze Springer jetzt, der nach D4 reinzieht, der steht halt jetzt ein bisschen. Auf der einen Seite steht der bombig, ne? Denkt man sich. Also, ne, ist ja super Zentralfeld hier. Nur, er hat nur noch das Schlachtfeld hier, ne? Also im Grunde genommen, wenn jetzt Weiß ihn mit C3, ne, Springer B5, A4, wäre der Springer ja schon weg. Ne? Aber zunächst mal wollen wir ja einfach hier den Läufer zurückschlagen. Ja, und das machen wir jetzt auch. Gut, da hat er sich gar nicht drauf eingelassen. Da hat er jetzt überhaupt nicht versucht oder gerechnet, den Springer zurückzufangen. Ja, aber damit bin ich ja dann zufrieden, muss ich sagen. Das hat mir jetzt nicht wehgetan. Da hat er gar nicht auf Springerfang gespielt. Und dann? Da ist das aber auch alles nicht so schlimm, oder? Hier rede ich jetzt davon, dass der Läufer hierüber ja wegen dieser Bauernkette hier nicht so viel bringt in der Entwicklung. Aber ja gut, jetzt kann ich den Läufer nach. Was haben wir für, was denke ich jetzt gerade über Läufer? Die Bauern stehen ja hier auf Weiß und hier auf Schwarz, die Schwarzen. Und das ist ja ziemlich, sagen wir mal so, dass die ziemlich festgelegt sind. Und dahinter ist das jetzt eigentlich ein guter Läufer und das könnte man sagen, ist ein bisschen ein schlechter Läufer. Jetzt auch nicht furchtbar schlecht, aber halt ein bisschen, ne? Und meine Idee war jetzt, die vielleicht abzutauschen, dann ist es nämlich kein schlechter Läufer mehr. Und das kann ich natürlich jetzt so erzwingen, denke ich, ne? Mit Läufer H6. Ne? Weil der Läufer kann sich ja jetzt dem Abtausch hier gar nicht mehr entziehen. Daher fand ich das jetzt nicht so riesig von Weiß gespielt. Funktioniert eigentlich der Chat? Kann einer von euch mal ein Hallo oder ein Huhu oder sowas in den Chat reinschreiben? Weil ich bekam beim Start des Ganzen hier eine Meldung, dass es jetzt auch so ein Chat-Abwehrmodus gibt. Ah, Huhu! Danke, danke, Bootcorn. Ja, und noch ein Huhu geht Runde. Wunderbar, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Huhus. Ja. Ja, es gibt hier seit neuestem, also seit neuestem heißt dann seit heute wohl,
auf Twitch für den Chat noch einen zusätzlichen Abwehrmodus. Ja, das klingt ja furchtbar gefährlich. Ich weiß, ich will eigentlich meine Community gar nicht abwehren, aber es scheint, ja, das ist ja auch so, ne, bei doch eine ganze Reihe von Streams und Chats ja auch zu geben, wo es dann ein bisschen drunter und drüber geht, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ein bisschen so, wie es vielleicht auch nicht sein sollte. Genau dafür gibt es jetzt wohl einen verschärften Abwehrmodus, dass man da als Streamer was einstellen kann und sagen kann, nee, also sorry, so und so will ich es aber nicht haben. Und gibt es wohl jetzt, aber ich habe das eben beim Start erstmal versucht wieder auszuschalten, weil ich sehe dafür für uns hier ehrlich gesagt gerade nicht so einen Bedarf. So, aber vielleicht sehe ich jetzt mal so einen Bedarf, irgendwie für sowas zu spielen vielleicht, ne? Einmal kann ja sein, dass er dann ganz schnell G4 spielt, das will er ja vielleicht spielen und dann haut es hier unten rein. Ne? Wird es natürlich nicht machen, aber auf Dame G5 wird er ja vielleicht einfach nur rochieren. Ja, aber dann kann man vielleicht F5 spielen. Also Dame G5 ist ja ein total krummer Zug, ne? Aber warum nicht? Spielen wir mal einen krummen Zug. Dame G5. Also normal, hier der weißspielende Bahama-Papa hat zwar ein Rating, das 200 Punkte niedriger ist als meins, aber es ist ein Fidemeister. Ja, und ich meine, ein Online-Rating ist ein Online-Rating, ne? Ja, kann man sich einen Blumenkohl drauf backen oder was auch immer, aber es ist jetzt nicht so ausschlaggebend oder erklärend oder darstellend, wie gut einer was einer vom Schach versteht. Und wenn einer ein Fidemeister ist, das ist völlig egal. Selbst wenn der vor 50 Jahren, wenn Bahama Papa schon auf die 80 zugeht vor 50 Jahren seinen Fidemeistertitel geholt hat, ein Fidemeister ist ein Fidemeister. Ne? Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist jemand, der verdammt viel vom Schach versteht. Ne? Sonst wäre es nicht. So, ja, jetzt würde ich tatsächlich mal F5 spielen, glaube ich, ne? Also da beiße ich jetzt keine Maus ab oder so. Komm, schon mal F5. Also wenn schon, denn schon. Ne? Vielleicht rochiere ich sogar dahinter kurz. Ne? Vielleicht hätte ich auch erst kurz rochieren sollen. Ne? Weiß man nicht. Ja, aber wenn er mich jetzt lässt, also wenn er jetzt lang rochiert, dann rochiere ich, glaube ich, wirklich kurz. Was mit H4 jetzt? Ja, aber dann kann ich auch Dame G4 spielen, ne? Bodgan, ne? Klar, natürlich, hast du recht, ne? Er kann jetzt angreifen mit H4, aber dann spiele ich Dame G4. Vielleicht. Ich kann mit der Dame zurückziehen, ich habe ja Felder genug, ne? Also vielleicht nicht gerade bis E7, aber bis F6, um F5 gedeckt zu halten, aber auf H4 kann man auch Dame G4 spielen, glaube ich. Ja, aber dann kann ja die Dame, ich dachte auch zuerst, dass man mal gucken müsste, aber eigentlich kann da nichts passieren. Weil er kann die Dame dann schlecht wegziehen, weil dann fällt ja G2, ne? Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er jetzt schon Bauern opfern will, kann man natürlich machen, ne? Mit Weiß überlegen. Lang rochieren, ne? Hier vielleicht den G2 irgendwie opfern, ne? Und dann mit dem Turm, ne? Hier, aber er weiß ja noch nicht, was der schwarze König macht. Der schwarze König steht ja genauso wie der Weiße noch im Zentrum. Ne? Der Schwarze könnte ja auch auch lang rochieren. Das ist ja im Moment, bietet sich das ja eigentlich eher an, ne? Die lange Rochade. Und nach einer langen Rochade droht ja kein Bauernsturm am Königsflügel gegen den schwarzen König, weil der steht halt dann am Damenflügel. Ne? Also ist ja auch mit der Begrifflichkeit, ich glaube, also für uns Schachspieler, die wir das jetzt seit Jahrzehnten machen, ist das ja das Normalste von der Welt. Aber was ist das denn? Für manchen Amateurspieler, der sagt sich vielleicht, wieso Damenflügel, Königsflügel? Also wenn der König doch lang rochiert, wieso heißt denn der Königsflügel immer noch Königsflügel? Ne? Weil da steht ja gar kein König mehr. Ne? So, jetzt hat er den. Ich meine, der Springer ist im Moment gefesselt, ne? Also man könnte tatsächlich jetzt hier so schlagen. Und er könnte mit dem Springer nicht zurücknehmen, weil der gefesselt ist, ne? Was er ja sonst wahrscheinlich gerne täte. Er müsste also mit der Dame zurücknehmen. Was er natürlich kann. Aber ich überlege jetzt wirklich ernsthaft, kurz zu rochieren. Tatsächlich und ganz im Ernst. Um eben durch deine drohende Öffnung der F-Linie Druck auf F2 zu machen. Ich glaube, ich mache das. Ich ruche hier kurz. Ich bin jetzt langsam tollkühn gegen einen Fidemeister. Ah, da muss man schon tollkühn sein, wenn man dann sowas probiert. Achso, Moment. Ja, doch ein bisschen aufpassen. Kurz, wenn jetzt H4 kommt, Dame G4, Dame E3, da hängt ja hier unten ein Springer.
Das ist vielleicht nicht so schön. Das ist vielleicht nicht so schön. Nee, dann vielleicht doch lieber. Obwohl doch, klar, was soll das? Moment. Kurze Rochade. Ich dachte gerade H4, Dame G4, Dame E3, ja, dann F4. Das kann es kaum sein, ne? Komm, das probieren wir mal. Let's have a look. Okay, schau nochmal, werf nochmal einen Blick in meinen Kontrollbildschirm hier. Der sagt mir im Moment weiter, dass das Bild und Ton, dass das alles die Verbindung hervorragend sei. Zwar zeitversetzt, ne? Mit einem, also kommt jedenfalls bei mir mit einem Delay an. Wieder zurück vom Twitch, aber da macht ja nichts. Hauptsache, es ruckelt bei euch nicht und es ist halbwegs stabil und halbwegs scharf, ne? Hab die Auflösung etwas angepasst. Ist also auch ein bisschen so ein. Das weiß ich nicht, Meister. Das weiß ich jetzt aber wirklich nicht. Weil es hängt ja weiterhin. Der ist ja weiterhin gefesselt hier. Das heißt, wenn ich jetzt hier schlage, dann kann er nicht mit dem Springer nehmen, dann muss er mit der Dame nehmen. So, und dann nimmt man vielleicht mal mit dem Turm. Quatsch, dann spielt man vielleicht Turm. F4. Und dann fällt doch hier unten schon ein Bauer, oder nicht? Jetzt fällt doch der Bauer G2. Weil mit dem Springer kann er nicht nehmen, der ist gefesselt, ne? Das hat er vielleicht ein bisschen übersehen in der ganzen Zeit. So, und wenn er jetzt mit der Dame nimmt, mit wem sollte er, wie sollte er sonst nehmen? Oder muss ihn stehen lassen? Dann kommt ja Turm F4. Und da muss die Dame ist angegriffen, die Dame muss wieder wegziehen. Glaube ich zumindest. Und wenn sie wegzieht, also nach E3 oder nach D3, ja. So. Dann kann sie G2 nicht mehr decken. Ja, und dann schlägt man auf G2 raus. Ja, das kann natürlich lebensgefährlich werden. Das muss ich natürlich jetzt danach noch berechnen. Ein bisschen, ne? Also wenn er jetzt hier auf der Diagonalen bleibt mit Dame C2, wenn man dann Dame G2 schlägt, dann kommt vielleicht Turm dahinter. Ja, und wenn man sagt, wunderbar, dann kann ich ihn auch noch mal schlagen. Ja, dann ist das wahrscheinlich nicht so gut, weil dann kommt der Turm entweder zurück und hier unten ist ein Springer auf H6 ungedeckt. Oder aber noch schlimmer, Dame C2, Dame schlägt G2, Turm G1, Dame schlägt H3 und Turm schlägt G6 Schach. Aber dahin. Ne, das war, glaube ich, schlecht. Weil jetzt kann ich ja auch mit Tempo den Springer nach F5 bringen. Das war schlecht, Dame E3. Naja, Quatsch gibt es beim Schach nicht. Also einen Gedanken muss man ja dann auch mal äußern können. Aber ich glaube jetzt, dass da mit D3 hier, also hier auf der Diagonalen zu bleiben, hier oder hier, ich hätte es vielleicht sogar nach C2 gezogen, das Bessere gewesen wäre für Weiß, das viel Bessere. Klar, also wenn ich jetzt hier schlage, weiß ich noch nicht, weil dann kann der Springer vielleicht auch nach E4 oder es kommt direkt das hier, ne? Aber wenn ich jetzt erst Springer F5 spiele, der Springer steht ja auf F5 auch viel besser als auf H6. Ja, ich klemme mir mal kurz den. Da muss ich noch mal kurz nachrechnen. Wenn ich den hier hinspiele, klemme ich mir natürlich kurz den Turm ein. Der kann ja im Notfall nicht mehr zurück. Ne? Wenn der also zum Beispiel so angegriffen wird, hätte ich ein Problem. Aber erstmal greife ich ja mit Springer F5 die Dame an. Nehmen wir mal an, die geht nach D3. So, und wenn ich dann den auf G2 rausschlage, dann kann ja kein G-Bauer mehr meinen Turm F4 angreifen. Dann geht natürlich immer noch das hier. Und dann wird es Remis, ne? Dann wird es Remis, weil. Ne, wird überhaupt nicht Remis. Oder doch? Warte mal. Springer F5, Dame E3. Dame schlägt G2.
Turm G1. Und die Dame kommt da nicht mehr richtig heraus. Weil wenn die Dame dann nach H2 geht, dann kommt die andere Dame hier wieder zurück. Quatsch, dann kommt der Turm von G1 wieder zurück nach H1. Das ist dann vielleicht doch nicht so schön. Ja, aber es führt ja kein Weg dran vorbei, ne? Ich muss ja Springer F5 spielen. Also an Springer F5 führt noch kein Weg vorbei. Ich habe jetzt natürlich sehr, 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 sehr viel Zeit verbraucht. Deswegen wäre die Abwicklung jetzt in Remis vielleicht auch nicht das Verkehrteste. Das war immerhin gegen viele Meister, ne? Ja, Ugi-Clan ist das Schlagen auf G2 auch zu gefährlich. Naja, es kommt drauf an. Also ich sehe im Moment nur, dass Weiß dann Remis machen kann. Mehr sehe ich ehrlich gesagt nicht an Gefahr. Da würde ich eher denken, wenn er mehr will, dass das dann vielleicht, was das dann vielleicht für ihn ein bisschen gewagt wäre. Ja, Turm F8 jetzt, würde ich sagen, also erstmal muss die Dame ja wegziehen, die Weiße. Ja? Und dann droht ja, da muss man schon gucken jetzt, ne? Also wenn die Dame jetzt zum Beispiel nach D3 geht, womit ich rechne, dann droht ja G2, G3, wenn ich richtig sehe. Das droht ja dann. Weil wo geht denn der Turm dann hin, ne? Ja gut, der kann vielleicht hier noch rüber. Aber da steht er jetzt nicht so toll, ne? Da steht er nicht so toll. Da steht er nicht so toll, aber Dame D3, Dame schlägt G2. Turm HG1. Ja, genau. Ah, was sehe ich denn hier? Was halten wir denn hier von? Weil das geht, glaube ich, nicht so gut. Ne? Wegen Abzugsschach. Also E4. Da muss entweder die Dame nach C2 oder nach E2. Und dann geht das hier vielleicht. Aber er kann nach E4 natürlich auch hier hin. Also nochmal, Dame G2, Turm HG1, Dame H2, Turm G1 wieder nach H1. Ja, das wäre dann Remis, ne? Halt, Quatsch. Turm schlägt G2, Turm HG1, Dame H2, Springer F3. Nee, das geht nicht. Dann schlägt hier. Ja, ist schon heikel. Aber das ist trotzdem interessant. B5. Dame. E5, E4, Dame, B5. E4, E3. Das ist nicht uninteressant. Aber natürlich auch gefährlicher. Aber auch viel gefährlicher. Ja, aber komm, wir wehren es ja nicht, ne? Wir wären es ja nicht.
Weil ich denke, wenn er jetzt sowas spielt, dann kann man vielleicht wirklich hier schlagen. Turm HG1 und dann schlägt man den. Ja, aber das ist doch Schach, oder nicht? Habe ich was übersehen? Das wäre schlecht, wenn, aber ich weiß nicht was. Das ist doch Schach. Und wenn jetzt F4 spielt, dann Turm schlägt F4 wieder zurück. Hallo, Bahama Papa? Was war denn da gerade im Cocktail drin? Ja, jetzt habe ich eine Figur mehr, oder habe ich. Oder eher nicht. Jetzt habe ich eine Figur gewonnen. Irgendwas übersehen. Ugi Klan hat auch nichts anderes gesehen als ich im Moment, ne? Ja, Jebuma, manchmal, ne? Manchmal müssen viele Meister fallen. Aber Opa, er gibt schon auf. Oh. Aber früh. Ja, aber müssen wir analysieren, ne? Das müssen wir aber analysieren. Das switchen wir wieder rüber in den berühmten Standardmodus, damit ich nicht vor der Analyse hänge. Ja, es war aber komisch, ne? Was? Wir haben mit einer Genauigkeit von 95,6 gespielt. Ho, 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 auf einer Skala von 0 bis 100. Wie soll ich sagen, wenn jetzt C-Dur würde jetzt sofort. Was auch immer machen. Lassen wir mal. Also, okay. Schauen wir mal auf die, auch auf den Graphen da oben. Ne? Da sieht man in der Eröffnung. Ja, fühlte ich mich ja auch nicht so mördermäßig wohl. Können wir mal gucken. Hier. D4, Springer C6. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Viele spielen Springer F3. Ob das ein Zug wie aus dem Lehrbuch ist, wie da oben die Stockfish-Engine oder der Chesscom-Kommentar sagt, das haben wir mal dahingestellt lassen. Aber das spielen diejenigen, die das nicht wollen, das Normale, was ja normal aussieht. Ne? Weil sie sagen, naja, dann kommt so vielleicht die Chicorin-Verteidigung oder so, da wird es ja noch schlimmer. Dann kommt die sogenannte Mykenas-Verteidigung. Es ist letztlich nichts anderes als The Dark Knight System gegen D4. Das wollen sie nicht mit Weiß spielen, dann wollen sie das nicht spielen. Das wäre ja Zugumstellung zur Nimzowitsch-Verteidigung. Habe ich aber, glaube ich, letztlich, ne, haben wir, glaube ich, am Mittwoch oder war es Donnerstag jetzt diese Woche, in unserem Nachgespielt-Stream drüber gesprochen, dass das sehr, 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 sehr selten passiert, weil es gibt Spieler, die entweder mit E4 oder mit D4 anfangen. Und wenn einer wie hier mit D4 anfängt, dann will er, dann hat er sich wahrscheinlich auch die meiste Zeit seines Schachlebens nicht mit E4-Eröffnungen beschäftigt, jedenfalls nicht von der weißen Seite her. Ne? Und deswegen passiert dieses E4 jetzt hier im zweiten Zug, das hier noch viel seltener. Obwohl es natürlich eigentlich objektiv her, die reine Engine müsste eigentlich fast das Beste sein, wenn nicht sogar das hier noch das Beste ist. Aber das spielt man mit Weiß dann möglicherweise auch nicht so gerne, weil man keine Ahnung hat, weil man das noch nie auf dem Brett hatte mit Weiß. Und wenn man davon ausgeht, dass Schwarz, wenn er ersten Springer C6 spielt, das ja wahrscheinlich kennt. Die Annahme ist ja richtig. So, deswegen kommt dann sowas hier zustande. Und da spiele ich ja gerne das. Was mit Sicherheit nicht das Beste ist. Hier, ihr seht schon, die Stockfisch, die sagt positionell, was machst du denn da? Ich finde das trotzdem gut. Dann E4 hat mich jetzt sehr überrascht. Aus dem genannten Grund, warum es auch im zweiten Zug sehr selten vorkommt, weil auch das jetzt eher eine Stellung ist, und ihr seht es auch im Kleingedruckten hier, das ist jetzt eigentlich die Nimzowitsch-Verteidigung, also eine Stellung, die nach erstens E4 entsteht. Und da kennen sich ja D4-Spieler normalerweise nicht aus und deswegen lassen sie es, wenn es geht, den Übergang dahin nicht zu, aber er sucht ihn hier freiwillig. Und das fand ich schon, also die Stellung hier, die entsteht eigentlich danach. E4 im E, ach, das kann ich gar nicht hier spielen, ne? Also, das lässt das Analysebrett nicht zu. Die entsteht eigentlich nach E4 im ersten Zug und dann Springer C6 und dann D4 und dann D6, was ich auch nie so spiele, aber also wenn es gegen E4 geht, der Dark Knight, aber Christian Bauer, ne, der französische Großmeister, der empfiehlt diese Stellung hier durchaus mit Schwarz. Und zwar mit der Idee Läufer G4. Ja?
Die Idee dahinter ist, dass man dann jetzt selber E5 spielen will. Ne? Oh, jetzt spielt der Läufer E2. Ja, und jetzt habe ich E5 gespielt. Was ist das jetzt schon ein Fehler? Nee, so offensichtlich noch nicht. Das Vorziehen, sagt er, ist am besten. Ja, und ich war mir ja eben schon nicht so sicher, ob man nicht vielleicht sogar den Springer nach B8 zurückziehen kann, ne, um ihn hierüber wieder reinzukriegen. Aber gut. Achso, ja, das hier. Die Alternative wäre halt noch gewesen, das hier, ne? Aber eigentlich das ist mal schöner. Hier so, so. Ach, und Springer D4, wo ich mir so unsicher war, ist sogar exzellent. Ja, dann. Also ich war mir deswegen unsicher, weil man sieht es jetzt deutlicher als in der Partie, wo ich ja nur gemurmelt habe darüber. Ne? Hier könnt ihr es besser sehen. Ja, der Springer sieht ja toll aus. Aber wenn jetzt Weiß am Zug wäre, und so, den müsst ihr euch jetzt wegdenken. Ja? Der steht vielleicht, was weiß ich, was hier. Ne? Hätte sie dahin gezogen. Dann könnte ja Weiß mit C2, C3 den Springer hier angreifen. Der hat nur noch das Rückzugsfeld. Ja? Der kann nicht hier hin, der kann nicht hier hin, der kann nicht hier hin. Nach vorne fliehen kann er schon mal sowieso nicht. Ja? Also wenn man ihn angreifen könnte und er müsste hierhin zurück, dann könnte man ihn mit A4 nochmal angreifen und dann wäre er weg. Weil dann hätte er auch von hier aus auch keine weiteren Rückzugsfelder mehr, weil stehen sie ihm alle im Weg. Das heißt, das muss man bei sowas beachten. Steht schön zentral auf einem tollen Feld, aber kann angegriffen werden. Und meine Befürchtung war das hier, dass der Läufer wegzieht nach G4 und dann droht das ja schon wieder. Und hier hatte ich eigentlich eher das gedacht, als das, was die Engine vorsteht. Da dachte ich, was mache ich denn hier gegen? Naja, und eigentlich, was die Engine hier vorschlägt, hier mit C6, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar, wäre ich noch nie drauf gekommen. Die Alternativen, die mir jetzt auch gekommen wären, wären G5 gewesen oder eben Dame H4. Und auf Dame H4 sagt die Engine den. Aber schlage ich noch wirklich? Achso, den kann man gar nicht. Doch, den kann man wegschlagen oder nicht. Nee, kann man nicht wegschlagen, dann geht man den Bach runter. Ja. Turm E1, Dame D5, C3 und der gefesselte Springer, ne? Weil die Dame hier, oh ja, der ganz schlimm. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Also ist Dame H4 wahrscheinlich auch schon Quatsch und da muss man tatsächlich G5 spielen. Und wenn dann C3 kommt, um den zu fangen, dann spielt man G4. Uah. Schlägt, schlägt, schlägt. Naja. Achso, und dann Dame D7, um den zu behalten. Und auf 4 schlagen, hier schlagen, zurückschlagen, dann irgendwie, irgendwo, irgendwann lang zu rochieren. Aber dann kommt doch hier sowas. Naja. Aber schon sehr scharf, ne? Also ich meine, die Entwicklung von Schwarz ist jetzt nicht so toll, finde ich, als dass man hier locker einen Bauern opfern kann. Nee, das hat mich jetzt gerade noch nicht so überzeugt. Springer D4. Aber das hier hat mir ja nicht wehgetan, ne? Weil C3, ja, sagt er, die Engine ist ein Fehler. Weil jetzt ist ja meine Idee, kann Schwarz ja seine Idee spielen, den einfach wegtauschen und fertig, ne? Ja, und jetzt war G6 auch exzellent sogar. Naja, wo so immer. Na, jetzt wird es ja, achso, jetzt wollen wir noch mal, trotzdem nochmal gucken. Jetzt wird es ja noch normal. Dame G5, Springer D2, F5, schon wieder exzellent. Lange Rochade, kurze Rochade. Turm DF1, kommt die Ungenauigkeit. Man kann schlagen, genau. Dame schlägt zurück. Turm E4 ist auch noch prima. Dame E3. Springer F5. Sagt die einfach. Das ist ja, da haben wir ja toll gespielt, ne? So, Dame E3. Weil das hier wäre ja jetzt hier. Dame schlägt G2. Da hatte ich doch hier Vorsorge. Da sagt die Engine aber, ach so, ich Idiot. Oh. Das habe ich ja völlig übersehen. Ich kann ja hier runter. Ich komme ja hier raus. Und fertig, hätte ich fast gesagt. Zwei Bauern gewonnen, nichts passiert. Der Turm hier steht bombenfest durch den Bauern E5. Und damit kann auch der Springer auf H6, der sonst ein bisschen wackelig ist, nicht angegriffen werden. Alles gut. Ja, das habe ich total übersehen. Ja, wenn ich das gesehen hätte, hätte ich damit Schläge 2 gespielt. Ne? Da hätte ich diesen offensichtlich sogar noch besseren Zugspringer F5 gar nicht gespielt. Und jetzt ist tatsächlich E4, wo ich ein bisschen Bammel hatte. Aber ihr sagt ja, auch jetzt ginge Dame schlecht G2. Warum geht denn auch jetzt Dame schlecht G2? Da kommt auch Turm HG1. Ach, und jetzt E4? Nee, das ist mir zu kompliziert.
Das ist mir zu kompliziert. Klar, wenn die Dame jetzt hier irgendwie wegzieht, ne, nach hier oder nach da, dann kann man ja hier auf H3 schlagen. Auch da denke ich doch, kommt man doch aus dem, kommt man weiter. Ach so, ja, und dann, komm, im Zweifelsfall spielt man hier rüber und hat man ja doch ein paar Bauern mehr, dass man einen wieder her quasi hergeben kann. Denn wenn sowas getauscht wird, kann man sich ja schwer vorstellen, dass der Bauer gehalten wird, ne? Aber okay, gut, dann war aber alles gut. Aber dann war jetzt ja E4, ne? Tatsächlich prima. Ja, das war ein Bock, ne? Da, aber das ist klar. Er verliert hier nach die Figur, weil das ein Abzugsschach ist und Partie ist zu Ende. Ne? Ich dachte, er könnte das spielen hier, Dame B5. Das habe ich. Und da wollte ich auch E3 spielen, genau wie es hier steht. Ne? E3 schlägt. So, und dann hätte ich geguckt, dann hätte ich gerechnet. Es ist nochmal angefangen, ne? Also erst auf F1 schlagen oder erst auf E3 schlagen. Boah, scheint beides gleich gut zu sein, ne? Wahrscheinlich erst hier schlagen und wenn dann hier getauscht wird, Dame schlägt E4. Oder kann man sogar noch was anderes spielen? Nee, ne? Dame schlägt E4. Ja, so, wenn er dann hier unten schlägt. Ah, das ist höchst gefährlich wegen dem hier. Ob ich den gefunden hätte, weiß ich nicht. Wo ich den gefunden hätte, weiß ich nicht, weil man denkt ja, hier unten hängt ein Turm, ne? Naja, schlägt sogar mit Schach. So, aber wie wird jetzt dieses Matt verhindert hier, ne? Antwort gar nicht. Ist kaputt, ja? Okay, ja, oder so noch. Aber das ist auch kaputt. Ja, und jetzt droht's hier. Und hier und da. Das heißt, den kann er jetzt hier nicht rüberziehen, weil sofort matt ist. Und das Problem von Weiß ist, dass hier unten auf A8 zwar ein Turm gewonnen wurde, aber die Dame nicht mit Tempo wieder rauskommt. Ne? Die braucht also zwei Züge, um wieder irgendwas zu machen, irgendwas zu drohen, weil hier Schachs auf der siebten Reihe irgendwo funktionieren nicht, weil der Bauer C7 im Weg steht. Ne? Jo, nicht schlecht. Ah ja, und immerhin war halt ein Fidemeister, ne? Also die Partie, Moment, die Partie muss ich ja hier zur Sammlung hinzufügen gegen Titelträger. Da habe ich schon 7 Partien. Jetzt haben wir 8. Können wir mal reingucken, ne? Können wir mal reingucken in das Ding. Warte mal, wo haben wir denn hier? Mehr Sammlungen. Genau, hier. Partien gegen Titelträger. Und ich habe die ja noch nicht so lange, ne? Die sind ja erst seit August diesen Jahres. Und ja, da haben wir 8 Titelträger, ne? Da haben wir ein Remis gegen eine Damen-Fidemeisterin. Dann habe ich hier mal gegen eine internationale Damenmeisterin gewonnen. Dann habe ich hier gegen ein IM gewonnen. Dann habe ich sogar gegen einen National Master gewonnen. Remis gegen noch einen National Master. Dann aber hat mich eine Damen-Fidemeisterin geschlagen und ein nationaler Meister hat mich auch geschlagen, aber jetzt habe ich wieder einen Fidemeister geschlagen. Also ich habe noch ein positive Gesamtbilanz gegen Titelträger, ne? Ist auch schön, ne? Gut, wollen wir auch noch eine, ne? Auf jeden Fall spielen 15 plus 10. Huch, da sind wir schon. Gehen wir schnell, auch mit Weiß. Gegen, wow, nee, Kinder. Gegen Bouncing Peaches, wer immer das ist, aber der hat ein Rating von 2339. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der gegen F4 überhaupt spielt, ne? Oder ob der sagt, was? Gegen F4? Gegen den Moritex? Den Teufel werde ich tun. Ne? Ja, jetzt hat er noch 39, 37 Sekunden Zeit, um sich das zu überlegen. Also, das kann euch in. Es ist ja noch nicht passiert, ne? Aber ich greife der Zeit voraus, ne? Weil mein Stream hinterherhinkt, kann ich ja im Reden der Zeit vorausgreifen. Doch, er spielt. Wunderbar. Er spielt das Frohmgambit. Ja, Kinder, da müssen wir jetzt in den Fokusmodus wechseln. Now we have to switch to the Fokusmodus. Wusch, da sind wir. Und wir müssen natürlich selbstverständlich jetzt erstens das Frohmgambit ablehnen und zweitens, was hatte ich gesagt? Was hat er? 2339. Das ist ja schon ziemlich viel, ne? Das ist ja, wie soll ich sagen? Das sind 400 Ratingpunkte mehr als der Fidemeister von gerade, ne? Ich sag nur mal, ne? Was haben wir jetzt? 2181. So. Overlay beenden. Oder nicht beenden, sondern aktualisieren. So, und da spielen wir jetzt E4. Wie sieht's aus?
Jetzt muss der Vogel zeigen, was er kann. Ja. Was hat der Jibuma aber leichtfertig dahin gesagt? Da ist der Vogel jetzt aber schwer am rotieren. Okay, abgelehntes Frohmgambit, Springer C6, wir spielen Läufer B5. Wir wollen hier schlagen, wir wollen ihm einen schönen Doppelbauern machen. Wollen wir beten. Ist ja auch so. Zweiten Adventswochenende ist ja, kann ja beten auch nicht verkehrt sein. Ne? Aber ja, wenn man beim Schach anfangen muss zu beten, das ist wie beim Fußball. Ne? Also dann ist irgendwas schon falsch gelaufen. Dann ist schon irgendwas falsch gelaufen. Nee, also ich glaube, für so einen Riesen bin ich heute nicht, habe ich nicht genug Spannung. Die ganze Woche war boah, heftig. Und ich brauche eigentlich eine etwas normalere Woche, um dann am Wochenende die Spannung zu haben, um jetzt gegen solche Riesen zu spielen. Ja, okay, Läufer C5, das ist schon richtig. Aber es ist ebenfalls richtig, dass man jetzt vereinfachen kann, wenn man will. Also komplizierter halten wäre jetzt C3. Ja. Man kann, glaube ich, sogar tatsächlich auf E5 schlagen. Ja. Aber da habe ich gerade einen Kopf nicht für frei, muss ich ehrlich gestehen. Und die einfachere Sache ist jetzt tatsächlich hier zu schlagen, schlägt zurück und einfach D3 zu spielen. Das ist jetzt das Einfachere. Ob es das Bessere ist, ist eine andere Frage, aber das ist das Einfache. Wenn man so will, die Stellung vereinfachen. So, und jetzt D3. So, und jetzt sagen, wunderbar. Jetzt können wir irgendwie in ein Endspiel übergehen, ne? Nee, C3, D4, Ugi-Clan, das, da hätte ich jetzt Sorge. C3 ja, aber nicht unbedingt mit der Absicht D4. Also wenn er einen jetzt hier so einlädt, wenn man so will, in diesen Doppelbauern zu machen. Also wenn er damit in ein Endspiel geht, oh, naja, gutes Gelingen, ne? Dann weiß man, worauf man als Weißer spielt. Er will eventuell hier hin. Klar, das geht jetzt nicht so gut wegen Dame D4, ne? Doppelangriff auf E5 und hier unten ist so ein Matt auch nicht so schön. Das geht aber jetzt Springer D2 und er will eventuell Springer G6, F4, ne? Da können wir ja jetzt dann sagen, dann nehmen wir den. Aber wenn ich jetzt erst das spiele, Springer G6, dann komme ich nicht mehr zu Springer D2, weil dann ist hier die Diagonale unterbrochen und der Springer kommt tatsächlich nach F4. Wenn ich aber erst jetzt den Springer nach D2 spiele, wenn er dann Springer G6 spielt, ja, dann kann ich den Springer nach C4 spielen und ich habe das Feld F4 wieder überdeckt, glaube ich. Oder F5 spielen. Naja, ich meine, jetzt kann man auch mit Tempo, ne? Weil Springer muss nicht nach C4, kann auch nach B3. Das sind die beiden Alternativen. Nach B3 ist, also C4 ist eigentlich das schönere Feld. Ja? C4 ist das schönere Feld. Warum? Naja, zum Beispiel. Also ein Grund ist, ein Springer auf C4 kann nicht von einem schwarzen Bauern vertrieben werden, weil es gibt keinen Bauern mehr auf der B-Linie und es gibt keinen Bauern mehr auf der D-Linie. Ne? Also den kann man auf C4 eigentlich nur loswerden, wenn er irgendwie seinen weißfeldigen Läufer dann dagegen abtauscht. Ne? Auf der anderen Seite ist B3 jetzt gerade in der Sekunde ein schönes Feld, weil man den ja angreift. Ne? Da wird er wahrscheinlich nach B6 zurückziehen. Man ist also mit Tempo unterwegs. Boah, so viel Tempo ist es jetzt auch nicht. Ne? Und was er will, ist F5. Ne?
denke, er will F5 spielen. Und Weiß will eventuell lang rochieren. F6? Okay. Ja gut, aber F6. Okay, F6. Ja gut, aber dann reden wir jetzt, glaube ich, mal wirklich über Springer C4. Dann reden wir jetzt, weil der Springer kann notfalls jetzt auch nach E3. Weil wenn jetzt Springer G6 kommt, ja, dann spielt vielleicht sogar G2, G3, damit hier keiner hinkommt. Also ich glaube, ohne F5 kommt Schwarz nicht aus. Hm? Hier. Ohne F5 kommt Schwarz doch nicht aus. Und dann wäre jetzt F5 mit zwei Zügen gespielt worden, statt mit einem. Na gut, dann spiele ich vielleicht, jetzt gehe ich vielleicht auch wieder Richtung kurze Rochade. Weil, wie gesagt, auf Springer G6 ist, ich wüsste nicht, warum ich nicht G3 spielen sollte. Ne? Weil so schlimm ist das hier mit der Fesselung noch nicht. Ja, genau, aber jetzt spiele ich G3. Damit er da nicht hinkommt. Also, ne, also hier nicht nach F4 kommt. Ne? Das wäre natürlich nicht so schön. Aber jetzt neige ich auch wieder zum Thema kurze Rochade. Entschuldigung, lange Rochade. Hier geht es hin und her mit langen, mit Rochaden rauf und runter. Ja, man denkt sich, naja, man kann ja wohl schlecht in diese Rochade, in diese B-Linie reinrochieren, aber ich wüsste nicht, warum nicht. Ne? Das werde ich auch jetzt gleich machen, glaube ich. Anpeilen. Läufer D2, ja, und dann lange Rochade. Weil hier schlagen, ja, da kann man natürlich nicht so gut mit der Dame schlagen. Doch, das geht auch. Läufer G2 ist ja dann auch keine Drohung. Nö, also dann tun wir das doch, ne? Läufer D2. B2 ist natürlich ein Problem, ne? Wenn man lang rochiert. Das ist aber immer ein Problem, auch wenn man nicht lang rochiert. Ist B2 eine Schwäche. Ja? Aber die kann Weiß zum Beispiel jetzt erstens sogar so mutige Sachen wie B2, B3 spielen. Aber zunächst mal nach der langen Rochade deckt ja auch der König von C1 tatsächlich B2. Und Springer C4 geht ja auch immer noch wieder zurück. Und das ist auch ein Grund, warum C4 so ein tolles Feld ist für den Springer. Von C4 aus deckt er dieses schwierige, diese Schwäche auf B2. Ja? Ganz abgesehen davon, dass man jetzt auch noch sowas spielen könnte. Aber das hier ist besser. Und naja, da sind wir bei dem Thema, dass er den eigentlich dann so wegschlagen muss. Ne? Ja, lange Rochade. Ich glaube, der traut, der glaubt nicht, dass ich das mache. Ne? Oh, glaube ich denn selber, dass ich das mache? Ja, ich muss ja irgendwo hin. Also lange Rochade. Ja, ich würde ganz gern den Springer nach C4 und den Springer nach D2 bringen. Wenn im Moment einer im Weg steht. Hallo Schachstratege, schön, dass du da bist. Ja, Jebuma, die offene B-Linie, die halboffene B-Linie, wenn man es genau nimmt, muss man im Blick haben. Angst muss sie einem nicht machen. Ja, also da muss man Fehler machen, damit das schief geht. Aber das kann natürlich passieren. Ja, Fehler kann man natürlich machen.
Der Läufer muss schon zurück nach E6, damit er da was machen kann. Also er hier, ne? So, aber wenn ich jetzt tatsächlich den Springer hier hinspiele und er spielt den Läufer nach E6, dann komme ich ja noch nicht so schnell dazu, hier irgendwie sowas zu machen, ne? Aber nach, ich komme ja auf jeden Fall so, wenn er dann hier schlägt, ja, ist ja nicht so, als ob dann nichts ist. Oder kann er jetzt hier opfern, dann gleich einen Turm opfern? Geht es dann so schnell matt? Das glaube ich eigentlich nicht. Den. Schlägt. Geht man dann so schnell kaputt? Das glaube ich eigentlich nicht. Ja, aber glauben, ne? Glauben und Glauben, zweierlei. Weil ich möchte eigentlich ungern den spielen, weil dann kommt ja auch Läufer E6 zurück und dann muss ich ja auch den wahrscheinlich spielen. Ne? Wobei, den kann man schon spielen. Läufer D2, Läufer E6, Springer C4, schlägt. Ja, vielleicht doch so rum. Achso, Moment, aber vielleicht, wenn er dann erst hier schlägt und schlägt hier zurück und dann kommt der. Obwohl, nee, wenn der Läufer, wenn der schwarzfällige Läufer hier weg ist, dann spielt man also vielleicht sogar B3. Also spielen wir Läufer D2. Habe ich jetzt gerade erst gesehen, aber ich glaube, das hier ist dann auch nicht so schlimm. Man schlägt, er schlägt mit der Dame. Ja, jetzt steht natürlich mordsmäßig hier unten drauf auf B2. Dann spielt man Springer C4. Ja, dann kommt der Läufer E6, um den Springer, der von C4 aus B2 überlegt, abzutauschen. Aber dann kommt der andere Springer zurück nach D2 und dann decken die beiden Springer auf D2 und C4 sich gegenseitig. Ja, das ist doch, bringt mich doch auch nicht um, oder? So, jetzt kommt der Springer nach C4. Ja, aber wenn er den vorläuft, dann spiele ich B3, ne? Ja, und jetzt kommt der hier hin. Ach so, und jetzt kommt der vielleicht. Ja, das kann natürlich unangenehm sein. Ja, das stimmt. Naja, das ist, glaube ich, nicht so unangenehm. Weil, übersehe ich die ganze Zeit was, den vorziehen, zieht dort der vor. Um nicht zu sagen den, ne? Aber das lassen wir lieber. Was denn jetzt mit A3? Dann ginge ja auch Läufer B4 nicht mehr. Halten die das hier nicht alles? Also die Jungs hier. Halten die das nicht? A3. Ich glaube, ohne den geht es für Schwarz nicht weiter. Und ich meine, irgendwann will ich ja auch mal hier, ne? Zack, 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 zack. Ja. Ja, 1950er bin wieder auf experimentellen Faden. Ja. Ja, das, also habe ich jetzt auch dieses abgelehnte Frohmgambit in dieser Partie, habe ich ein bisschen wahrscheinlich überzogen mit der Gelassenheit. Ja? Das vermute ich mal.
Ich bin da insofern ein bisschen gelassen, weil ich jetzt tatsächlich hier, ich rechne gar nicht rum, wie ihr merkt, ne? Also ich rechne jetzt nicht taktische Opfer auf A3. Ja, jetzt sollen schon die Türme verdoppelt werden. Und dann irgendwo. Ja, aber auch das ist ja kein Matt, oder? Das ist mir ehrlich gesagt jetzt egal, ne? So, ich spiele jetzt H4. Also ich denke einfach, dass gerade die beiden Springer, ja, auch der Läufer, der noch auf B2 ein bisschen mitdeckt, das sollte eigentlich halten. Weil ich sehe die Opfer noch nicht, ne? Also hier ist ja ein Tausch, dann steht aber wieder ein Springer auf C4. Ja gut, ich schlage, aber die ziehe ich jetzt aber trotzdem weg. Oder nicht? Ne, Moment, jetzt kommt mal der andere Turm hier, ne? Wenn ich den spiele, dann sagt er, habe ich ja danach hier kein Hebel mehr. Wenn ich den zuerst spiele, kommt der. Das will ich natürlich nicht, ne? Der Springer soll ja nicht nach F4. Was ist denn mit Dame H5? König H7. H5, Springer F8. So, so, hier, dann fängt es an, unangenehm zu werden. Vielen Dank fürs Folgen, Siegertyp. Das ist heiß. Außerdem, also wenn er den Bauern nicht opfern will, ne, spielt er Turm B6, ne, und man zieht wieder zurück. Ne. Ja. Aber vor allen Dingen, also die sind schon dazu da, also wir sind jetzt nicht auf Bauernraub aus, ne? Die sind schon dazu da, hier den Punkt B2, den Punkt A3 zu decken. Ich überlege jetzt, wie ich ein Gegenspiel am Königsflügel hinbekomme, ohne dass ich zu G4 greife, weil dann spielt er ja Springer F4. Aber es ist die Frage, ob er nicht dann trotzdem ein Problem kriegt, auch nach Springer F4, weil was droht nach Springer F4 noch Schlimmeres, ne? H5, Springer F8, G4. Aber dann macht G5 nicht mehr so richtig Sinn, ne? Weil das dann passiert, ne? Ja, Dame H5, dann spielt der König H7, ne? Oder er spielt auch. Der Springer F8 nicht, aber dann spielt der König H7 und der Springer ist gedeckt. Also ich bekomme den Springer eigentlich ohne H5 nicht richtig vertrieben. Außer ich spiele selber mit Qualitätsopfer, ne? Turm F1, ne? G4, Springer F4, schlägt und dann gucken, wie es weitergeht. G5. Muss man mal gucken, ne? Also erstmal den Turm hier rüber. Aber der Schachstratege ist auch schon beim Qualitätsopfer dabei, ne? Der ist auch schon beim Qualitätsopfern. Aber vielleicht will ja auch Schwarz was opfern. Vielleicht hat er irgendwas gesehen, was er jetzt hier machen kann. Ne? Schlägt. Ja, hier runter, irgendwie sowas. Aber das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Weil hier steht der Springer drauf, ne? Nochmal. Und wenn er vorher hier abtauscht, dann komme ich ja mit dem König hier raus. Ne? Das sehe ich also auch nicht. Boah. Naja, andererseits kann man jetzt nochmal über Springer A5 reden, ne?
Weil jetzt droht ja Springer schlägt C6 mit einer Gabel. Also Springer A5, Turm B6 und Springer wieder zurück nach C4. Oder Springer A6, Turm B6, den anderen Springer nach C4. Schlägt, schlägt. Moment, droht nicht. Turm schlägt dann hier. Also so, ne? Springer A5, Turm schlägt B2. Naja, aber muss ja nicht. Ich kann ja dann auch Springer weiterschlagen auf C6. Nee, dann kann er hier Dame, da kann er hier, da kann er die Dame, nee, Dame kann ich opfern, die fällt mit Schach. Die fällt mit Schach, das geht nicht. Springer A5, Turm schlägt B2, Springer schlägt C6, Dame D8, Springer schlägt B8, Läufer schlägt A3. Nö, das geht auch nicht. Komme ich auch raus. Probieren wir mal. Ah ja, aber ich kann jetzt, wenn der Turm B6 spielt und wenn ich dann dort tatsächlich Springer D nach C4 spiele, kann der Turm B6 nach A6 und der steht ein bisschen doof da, ne? Aber auch nur ein bisschen. Weil Turm B6 und der Springer wieder zurück, dann hat er immer noch Turm B6, B5. Ich bin so klug wie vorher. Ja, der deckt jetzt B2 nicht mehr, aber ich behaupte, muss er auch nicht, ne? Weil das halt schon ein Tempozug ist, denke ich, ne? Also wenn er jetzt tatsächlich, jetzt rechnet er natürlich, ne? Jetzt rechnet er vielleicht Turm schlägt B2. Ja, aber dann schlage ich natürlich, also ich sag mal natürlich nicht hier, ne? Weil dann käme das, glaube ich. Sehr unangenehm. Aber auf Turm schlägt B2 kann man doch Springer A5 schlägt C6 spielen. Ne? Dann ist doch die Dame erstmal angegriffen. Also die Dame ist angegriffen mit Schach. Ja? Der Springer würde auf E7 nicht nur die Dame schlagen, sondern das auch mit Schach schlagen. Das wäre auf jeden Fall mit Tempo. Springer A5, man sagt, die Klang geht nicht wegen Läufer schlägt A3. Warum nicht wegen Läufer schlägt A3? Dann spiele ich ja trotzdem Springer schlägt A5. Springer schlägt C6. Dann schlägt er hier mit Schach. Ich muss den ja nicht schlagen hier. Ich kann ja auch zur Seite ziehen. Aber ich kann ihn auch schlagen, glaube ich. Den. Moment, also erstmal sind wir hier bei Läufer schlägt A3. So. Und jetzt Springer schlägt C6. Dann Läufer schlägt B2. Mit Schach. Ja, dann Läufer schlägt B2. Da muss ja die angegriffene Dame ziehen. Weil noch droht hier unten kein Matt. Da steht der Springer drauf. Und wenn der Springer abgelenkt wird, weil sich ein Turm auf B1 opfert, dann kann der König ja nach D2 rauslaufen. Ich bin sowas von hier jetzt entspannt, weil ich einfach mir sage, ich glaube an die Verteidigungskraft dieser Stellung, dieser langen Rochade mit dem Springer auf C4. Es ist eher dieser Glaube, der mir jetzt im Moment noch Gelassenheit verschafft, und nicht das konkrete Berechnen der Stellung. Also von, oder das konkrete Berechnen von Läufer schlägt A3, Turm schlägt B2, Opfer hier, Opfer da und Schwarz rennt mich über den Haufen. So spiele ich normal, also ja, so spiele ich nicht normalerweise, aber sowas würde mir normalerweise passieren, erst recht gegen einen Gegner, wo ich sowieso nicht denke, wo ich denken würde, ja, da habe ich eine Chance, ne? Also hier gehe ich davon aus, dass ich die Partie gegen so einen Riesen verliere. Ne? Aber dann tatsächlich Läufer schlägt A3? Nee. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. So. Und das habe ich jetzt so schnell gespielt. Jetzt fragt er sich.
Das hat Weiß doch nicht gerechnet. Natürlich hat Weiß das nicht gerechnet. Was soll ich hier rechnen? Ah, Dame C5 ist jetzt schön. Ja, oh, den habe ich jetzt erst gesehen. Ja klar, Dame C5 ist ein Traum. Also, Dame C5. Springer schlägt B8. Dame schlägt C3. Ja, aber. Ah, Moment. Dann schlage ich hier. Also nochmal. Springer schlägt B8. Dame schlägt C3. B schlägt A3. Dame A1 Schach. Springer D2. Turm schlägt. König wieder raus. Ja, gut, aber dann habe ich hier oben immer noch einen Springer stehen, ne? Ja, es ist wahrscheinlich doch verloren jetzt, ne? Aber ich sehe es ehrlich gesagt immer noch nicht. Das Matt. Außer er spielt jetzt einfach Turm schlägt B8. Aber auch dann sehe ich das Matt nicht. Sehe ich jetzt noch weniger. Und jetzt sagt er sich, dass er den Springer da oben noch gewinnt. Und dann hat er, ja, okay, das verstehe ich. Aber auch nur ein bisschen. Wenn ich jetzt Turm B1 spiele, na, dann kann er ja unten, bekommt er die zwei Türme. Aber ich komme mit dem Springer wieder raus. Ich bin sowas von gelassen jetzt, ne? Ja, Dame A5 ist jetzt ein Schach. Das stimmt schon, ist aber auch nur ein Schach, ne? Und wenn er jetzt Dame A5 spielt, ne, und das Schach hat, dann ist er aber steht er nicht mehr auf dem Springer B8, ne? Der ist ja dann gedeckt durch den. Ja, gut, okay. Jetzt kann ich mir überlegen, hier rauszulaufen. Ja, da kommt vielleicht das. Aber auch dann gewinnt er die Figuren nicht. Oder ich spiele C2, C3. Ja, spiele sozusagen Harakiri. König E3, Dame A7 Schach, König zur Seite, Turm schlägt und er gewinnt die Figur noch. Und C2, C3, wissen wir nicht, was passiert, ne? C2, C3, zieht er den dazwischen? Ich habe keine Ahnung. Erstmal C2, C3. Ja, ich glaube auch, dass er das stärker hätte spielen können. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das die Frage nur akademisch ist, weil das vielleicht auch so reicht. Aber ich sehe es noch nicht. Und eben hat einer gesagt, wir sollen gelassen bleiben, ne? Genau. Keine Chimären sehen, wo keine sind. Oder wo keine mehr sind, ne? Also, wobei eine Chimäre ist immer falsch, ne? Also, wenn man Chimären sieht, dann, ja, dann hat man sich sozusagen blenden lassen. Weil, wenn der Springer einmal nach C6 kommt, ja, dann kommt er von da aus ja auch nach B4. Und da steht er nun, pü, 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 wird er dann sagen, ne, nun wirklich am rettenden Ufer. Das ist aber schön. Das ist aber schön jetzt. Ja, das ist ein schöner Zug. Wenn ich jetzt den Springer nach C6 rausziehe, dann schlägt er hier unten den Turm. Dann schlägt man zurück und dann kriegt er den Springer doch.
Ja, das ist schön. Das ist schön. So, jetzt muss ich gucken, ob ich mit Dame H5 irgendwie Gegendrohungen aufbauen kann, ne? Dame H8 ist sehr schön. Ja, das reicht nämlich. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich Dame A8 übersehen habe. Ich hab das gar nicht gesehen und damit ist auch das mit dem Übersehen eigentlich kein Thema. Springer C6 schlägt. Naja, gut, ich meine, was will man machen, ne? Jetzt steht man mit Turm gegen Läufer und Springer, aber die Dame, die macht mir da weitaus mehr Sorgen. Damen würde ich sogar lieber tauschen jetzt, muss ich gestehen. Hui, da hat er sich was ausgerechnet. Da hat er sich jetzt ausgerechnet, dass ich irgendwie matt werde. Hier mit Dame. Dame A1 ist mir nicht ganz klar wie, aber das wird er sich ausgerechnet haben. Dass es mir jetzt an den Kragen geht. Gut, dann müssen wir aber trotzdem was tun, ne? Nee, müssen wir den trotzdem. Ja, Dame D1 ging gerade nicht, leider. Weil er hätte Damen tauschen können und danach Läufer B3 Schach gehabt hier, ne? Wenn ich auf D1 tauschen, steht der König auf D1 und hat dann Läufer B3 Schach. Sonst hätte ich die Damen gerne getauscht. Jetzt verliere ich den Turm. Ja, jetzt ist vorbei. Okay. Verstehe. Jetzt ist aus. Ja, Mr. Tompkins, der Damentausch. Jetzt gebe ich es gleich auf, wenn er den Turm schlägt. So, der
Der Damentausch auf D1 wäre gerade nicht gegangen, außer ich habe mich verguckt. Ja, das habe ich auch nicht so gut gespielt, das gebe ich zu. In der Schlussstellung hier, oder fast Schlussstellung, hier. Na, Analyse. Kann man hier nicht mehr die Tasten bewegen. Zugfolge. So, hier, das hier. Ja, hätte ich gerne gespielt, um auf sowas dann den zu spielen. Aber das wäre leider nicht gegangen, weil Schwarz tatsächlich die Damen getauscht hätte. Ja, schlägt zurück und dann kommt Läufer B3. Ja, war nicht schlimm. Hiergegen jetzt zu verlieren, aber wir gucken, ob es noch was gab, ja, weil ich finde schon, lass uns hier oben nochmal die Analyse, ihr seht hier auch, ne, also das ging ja hier, zumindest bis hier war alles in Ordnung, ja, und tatsächlich, hier muss er was vergurkt haben, hier war dann endgültig abwärts, aber bis hier, ja, das hier ist alles in Ordnung, das auch, Springer C4 sagt jetzt, das ist, sagt jetzt die taktische Analyse, dass das ein Fehler war. Boah, so schlimm finde ich das ehrlich gesagt gar nicht. Wie will sich denn die Analyse verteidigen? Mit König B1? Naja, das ist völliger Quatsch. Also, Springer C4, Läufer E6, Springer D2 als Ungenauigkeit. A4. Wie will sie es denn anders spielen? Ja gut, die Alternative ist hier kurz rochieren, das stimmt schon. Allerdings, weiß ich nicht, ne? Also hier kurz Rochade und sich dann hier rauf einlassen. Ja, Dame E1 vielleicht, ne? Oder Dame D2. Ich will mal gucken, so wie es weitergekommen ist. Denn irgendwo muss es ja noch was Taktisches gegeben haben. Hier hatte ich auch kurz gedacht, dass jetzt Läufer B4 ein Problem wäre. Aber hat er ja nicht gespielt, dankenswerterweise. Springer FD2, A4, A3, Turm B7. H4 ist gut. A6 exzellent, Turm F1 ist auch gut, Turm AB8. Also die Idee war es offensichtlich nicht, aber da gucken wir gleich warum. Ja, aber die Idee hier ist ja die Alternative, dann geht er ja nach F8. Und wie soll es hier weitergehen? Jetzt Springer A5, also dieselbe Idee jetzt im anderen Gewand. Verstehe ich nicht. Achso, hier wollte ich jetzt auch den spielen, ne? Und das scheint es nie zu sein. So recht. A5. Turm schlägt B2, Läufer schlägt B2. Ja, aber es ist ja hier relativ einfach von der Engine-Takt. Also das kann der Engine machen, ja. Also in so einer Stellung könnte ruhig eine Engine befragen. Das ist dann nicht unanständig. Weil das ist ja eine reine Taktik. Ja, und das sollte dann auch eine Engine sehen. Ne? So, jetzt Springer C6. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Ne, sind wir nicht bei dem Thema. Läufer B2 schlägt, König D1. Dame A3, also es scheint kaputt zu gehen. Es scheint kaputt zu gehen. Nach längerem Überlegen findet jetzt die Engine Turm DF1 doch nicht mehr so gut wie eben noch. Okay, so, Springer A5 schlägt. Aber Läufer E3 ist eine verpasste Gelegenheit. Weil das Turmopfer auf B2 offensichtlich stärker ist. Aber gut, Läufer schlägt A3, Springer C6 ist wiederum eine verpasste Gelegenheit. Was hätte ich denn jetzt spielen sollen? Moment, die Stellung hat man doch nicht auf dem Brett, oder? Das war jetzt eine Variantenstellung, oder? Die Stellung hatten wir auf dem Brett? Ja, warum habe ich ja nicht den Turm genommen hier? Okay, habe ich ein bisschen geschlafen, ne? Gut, das war der ursprüngliche Plan, das stimmt schon, aber da hätte ich ja nicht gedacht, dass der Turm auf B7 en Prix steht quasi. Ja, und damit C5 hat er halt gefunden, ne? Gewinnen die anderen denn auch? Nee. Man muss auch schon Dame D5 finden, ne? Also, weil das hatte ich schon richtig gesehen, das funktioniert nicht. Ja? Und das funktioniert auch nicht. Nee, nee, klar, weil das halt hier mit Schach fällt, ne? Das hatte ich schon richtig gesehen. Was ich nicht gesehen hatte, war Dame C5. Der ist schon toll.
Der Springer schlecht beachtet ist exzellent, aber man steht auf Verlust. Das ist ja schon amüsant, die Jungs. So. B schlägt A3, ja, Dame B1. Springer dazwischen. Dame schlägt, König schlägt, Dame B6, den muss er erstmal finden. Turm B1, da war nicht viel zu finden. Dame A5. C3 ist auch nicht besser als die andere schlechte. Ja, und den muss er auch finden. Aber das muss er auch als Schwarz finden, alles, ne? Gut, und ob man jetzt Dame H5 spielt oder H5, ist egal. Man verliert halt eine Figur. Und damit ist es, ne? Hier gibt es ja wohl auch nichts Besseres als Springer C6. Ja, man kann die Dame wieder zurückziehen, aber man verliert halt die Figur. Man verliert den Springer auf B8 einfach da unten, ne? So, das kann man auch noch spielen. Kann man auch noch spielen. Ja, und jetzt geht es einfach den Bach runter, ne? Ja, also jetzt müsste man Turm B4 spielen, um das noch zu halten. Aber es ist gar nicht so sehr, dass der Springer und der Läufer zusammen jetzt einen Ticken stärker sind als ein Turm. Das wissen wir ja, dass dem so ist, ne? Kann man ja die Wertigkeiten der Figuren zusammenzählen. Das ist gar nicht so sehr der Punkt, sondern die in Verbindung mit der schwarzen Dame sind die Leichtfiguren halt gut. Und der Läufer E6, der steht schon mal gut und der Springer hat Potenzial. Das muss er natürlich noch, also auf G6 wird er nicht lange stehen bleiben, da steht er auch nicht wirklich wirkungsvoll. Nur weiße Turm und weiße Dame kriege ich nicht irgendwie harmonisch zusammen, ne? Die kriege ich nicht irgendwie harmonisch zusammen. Und das macht es halt so schwierig. Ich würde ehrlich gesagt, gefühlt hätte ich jetzt nicht gesagt, dass die Gewertung so schlimm ist, dass man also komplett das schon aufgeben kann. Eine Wertung von -4 oder schlimmer, da spielt man ja normalerweise nicht weiter. Aber so würde ich das jetzt nicht so einschätzen. Aber man steht schon auf verlorenem Posten mit Weiß. Ne? Wo habe ich es denn in der Eröffnung, weil man dann, das war wahrscheinlich dann doch ein bisschen zu mutig, wie ich es gespielt habe. Lass uns mal gucken, wo ist denn von der Eröffnung heraus ein bisschen anders noch hätte spielen können. Springer C6 ist klar, Läufer B5, Läufer C5. Ja, ich finde Läufer C6 auch gut. Ne? Wie gesagt, die Alternative ist, dass man jetzt hier C3 weiterspielt. Ne? Aber das muss gar nicht. Schlagen, schlagen, D3. So. Und jetzt kommst du, hätte ich fast gesagt. Ne? Springer E7. Springer BD2 auch noch gut, kurze Rochade, Dame E2, F6, Springer C4, Läufer E6. Jo, Springer E3 ist eine Ungenauigkeit. Was will er denn stattdessen spielen? Er will, dass man den spielt. Also da habe ich jetzt natürlich hiervor keine Sorge, weil da schlägt man ja den, das ginge ja gar nicht. Ich habe auch hiervor keine Sorge, weil dann schlägt man den so zurück. Aber was ist denn hiermit? Den finde ich eigentlich dann am besten. Ach so, und dann bringt man den hier hin. So, wenn er jetzt dieselbe Idee spielt, dann spielt man A4. Und noch G3 und rochiert vielleicht sogar wieder lang da rein. Ne? Oder rochiert kurz, es geht ja beides. Ja, okay, ich verstehe. Da muss ich mir eher das merken, ne? Dass man nicht das spielt, sondern tatsächlich dann Läufer E3 spielt. Und auf den kann man tatsächlich dann auch das spielen. Ja, Springer G6, König H1. So, wenn er jetzt hier schlagen will, ja, nur zu, ne? Dann schlägt mit dem Springer zurück und es ist gar nicht so schlimm, dass der Springer auf F4 steht. Ja, ist gar nicht so schlimm. Was schlimm ist für Schwarz, ist halt das hier, ne? Deswegen bleibe ich weiter bei der Bewertung. Ja, dieses abgelehnten Forum Gambits. Ne? Also da musste sich jetzt auch ja hier ein solcher Riese, ein solcher Waiting Riese schon einen ziemlichen, schon ein bisschen ins Zeug legen, ne? Um dann diesen Opferangriff am Damenflügel durchzubringen. Ja, hätte man doch besser die kurze gemacht, hier Boomer, ne? Ja, da wo sie möglich gewesen ist. Ja, war ein bisschen zu optimistisch. Aber ich meine, es hat schon ziemlich gut gehalten, ne? Also so gesehen. Ich habe gedacht, es hält komplett, ne? Aber ich hab mir auch das Rechnen gespart. Ja? Das sollte man vielleicht dann doch nicht tun. In dieser Radikalität. Gut, damit sind wir kurz vor halb acht. Das wäre jetzt auch für heute schon der kurze Stream gewesen. Heute Mittag habe ich es leider nicht geschafft, aber ich wollte dann zumindest noch heute Abend hier mal im frühen Abend zwei Partien spielen. Auch um die Übertragung. Die technische Übertragung zu testen. Das scheint ja funktioniert zu haben, ne?
Also bei euch war es doch hoffentlich die ganze Zeit ruckelfrei stabil, das Bild und die Übertragung. Gehe ich da richtig in der Annahme? Hat zumindest sich keiner beschwert im Chat, dass es irgendwie die Verbindung verloren geht. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass die Twitch-Server ihre Kapazitäten abgestuft. Ah, wunderbar, Jibuma, vielen Dank für die Rückmeldung, dass sie die Kapazitäten abgestuft zur Verfügung stellen. Das heißt, Partner bekommen die fetteste Bandbreite. Ja, und gut, ich bin ja Affiliate, ne? Also das ist halt, da ist man ja relativ schnell. Na, so schnell, aber darum nicht. Ne? Aber es ist halt, es gibt ja nur drei Stufen, ne? Streamer ohne alles, Affiliates, wenn man eben ein paar Zuschauer mehr hat und so, und dann die Partner. Ne? Aber dafür braucht es halt im Schnitt, glaube ich, mehr als, also knapp 100 oder 75 Zuschauer im Schnitt. Ne, nicht als Spitzenzuschauerwert, sondern so über die ganze Zeit. Und da kriegt man mehr Bandbreite. Und da ich das nicht habe, habe ich mir jetzt gesagt, okay, ich stelle die Übertragungsqualität von 1080 auf 900p runter und guck mal, ob das besser ist. Sieht im Moment so aus, ne? Aber ist auch ein bisschen von der Tagesform des Twitch-Netzwerks abhängig, deswegen muss ich das noch ein paar Mal probieren. Zum Beispiel morgen. Ne? Wenn die zweite Kerze brennt, ne, dann wird es höchste Zeit, die Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Aber dann kann man auch noch mal einen Stream machen. Also wahrscheinlich dann auch eher morgen Mittag, wie ich es sonst am Wochenende ja Samstag, Sonntags mache. So 1 Uhr rum oder so, wollen wir mal gucken. Ja, das waren einfach eigentlich schon zwei tolle Partien und die erste war halt, ne, ein Sieg gegen Fidemeister und danach verlieren gegen einen Rating-Riesen. Ja, damit kann ich leben. Ah, da kann ich sogar sehr gut mitleben. Wie gut kann ich damit leben? Ah ja, jetzt bin ich wieder auf 2176. Ja, kann ich gut mitleben. Ja, wunderbar. Vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Vielen Dank für hier, ne? Und ja, bleibt gesund, spielt Schach. Der Abend ist noch jung und wir sehen uns vielleicht morgen, ja, so eher um die heilige Mittagszeit dann, ne? Danke bis hierhin und tschüsschen.